First things first, bitch, you hurt me worse. Guten Morgen, ich bin jetzt schon was länger. Wir waren gerade frühstücken, gab lecker Nutella und Rührei. Ne, Rührei weil gesund, Nutella weil geil. Wir fahren heute nach Arta, ne? Da ist so anscheinend der schönste Markt, keine Ahnung. Danach wollen wir zu irgendeinem Leuchtturm, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. 20 Uhr müssen wir das Auto heute abgegeben haben. Ich hoffe nicht, dass wir bis 20 Uhr wirklich unterwegs sind, weil es ist viel zu warm, ich merke das jetzt schon. 33 Grad oder so, es fühlt sich an wie 150. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr diesem YouTube-Kanal noch nicht folgt, dann drückt einfach auf Abonnieren, das kostet nichts. Ich freue mich, ne, wenn ihr das macht. Sat 1, bester Sender. Outfit-Check, wie viel ist dein Outfit wert? Top. 10 Euro. Count in. Okay. Hose vom Hassladen von mir, ne? Stradivari. 17,99 Euro. Das Ding kostet 17 Euro? Air Force? Schuhe? Air Force halt, ne? Wie viel? 89,99 Euro bei Kindergröße. Okay, dann blende ich jetzt hier Kindergröße? Ja, 39 zählt noch zwei Kinder. Ich dachte, es geht nur bis 38. Nee, 39 geht auch noch. Okay, dann blende ich hier jetzt hier Gesamtzahl an, ne? Ja. Wir gehen jetzt zu den Elevator Boys. So, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt knapp 20 Minuten gefahren. 5 Minuten Fußweg dann noch vom Parkplatz. Wenn man ein bisschen weiter weg parken musste, weil es halt full hier ist. Weil irgendwie komplett Mallorca ist hier gerade auf diesem Markt. Ich gucke mir nach Souvenirs oder sonst was, weiß ich nicht. So, jetzt ein Reminder Nummer 2 an mich selber. Niemals mit der Schwester oder mit der Mutter auf einen Markt gehen. Ja, machst du super. Das ist ja, ey, das ist echt eine krasse Stimme, ey. Das ist echt gut. Und ich dachte, dieser Weg, also dieser Markt hier ist einfach nur eine Runde oder so. Der geht bis da ganz hin. Ja, hier geht's noch weiter. Ist nicht nur diese Straße, hier ist auch links und rechts immer wieder was. Ey, ich kacke ab, wirklich. Dinger, wenn jetzt Kuscheltiere oder sonst was, ist das nicht auch so ein Horrorspiel? Das ist cute. Also wir waren jetzt auf diesem Markt, war aber kleiner als ich dachte, es sah größer aus. Ja, ich mache jetzt wieder Bilder. Auf jeden Fall, keine Ahnung, was ich jetzt machen. Ich mache jetzt erstmal Bilder. Gar keinen Bock. Diese Gassen hier in Spanien sind das Schönste, bin ich ehrlich. Gassen hier sind einfach so cool. Aber diese Berge hier sind scheiße. Ich meine, Stier ist cool, ne, aber muss man dem goldene Eier geben? So, ich höre jetzt mal auf meine Mutter und meine Schwester. Wobei, mir steht das. Probiere ich es jetzt an. Ich zeige euch das jetzt gleich. Sieht gut aus? Okay, also wir sind jetzt fertig. Wie lange sind wir jetzt eigentlich hier gewesen? Stunde? Diese kleine Flasche hat mich gerade so gerettet. Dieses eiskalte Wasser ist so geil. Planänderung. Wir fahren jetzt nach Polencia. Und dann wollten wir eigentlich vor dem Tor zu diesem Leuchtturm, aber wir wissen nicht, ob wir das mit diesem Pferd 500 Euro schaffen. Genau da, da in diesem Hotel, da oben links, da war unser Zimmer. Genau da oben, genau das da war unser Balkon. Nur damit ihr mal Bescheid wisst, JS Hotels, übrigens meine Hotelkette. So, wir sind jetzt nicht in Polenza, sondern Porte Polenza. Bei in Polenza selber ist Katastrophe zu parken. Wir sind jetzt unten am Hafen. Ist süß. Schön. Ja. Wie ihr gestern auch schon gehört habt, ne? Alles meine. Ich find's cool hier. Aber so für einen Tag noch, bin ich ehrlich. Ansonsten Cala Ratjada oder Alcudia oder Campi Cafor. So Campi Cafor, Familienurlaub. So Hotel am Pool liegen und alles drum dran. Alcudia kann man schön am Strand liegen. Cala Ratjada. Ja, Cala Aguia ist halt einfach eine geile Bucht. Das ist jetzt ein gutes Bild. Perfekt. Perfekt, dankeschön. Oh, was ist das?
das ist geil. Das ist wirklich richtig geil hier. Wir gehen noch da oben. Oh, Treppen. Gar keinen Bock. Jo, ist nice, ne? Ist nice, ist cool. New. Ja. Alles gut, ey. So auf entspannt mal, ne? Nur mal so zur Info, wir fahren jetzt noch zum Leuchtturm von Calaratiada. Weil die da hin wollen, keine Ahnung, ich will einfach nur ins Bett. Ich will duschen, mich ins Bett legen, Pringles essen, geil. Also wir sind jetzt eine Stunde hingefahren. Wo waren wir nochmal? Polenza, ne? Ne, vor dem Tor. Ja, vor dem Tor. Ist ein süßes kleines Ding, ne? Und ist ein sehr, sehr cooler Ausblick hier. So, wir driven jetzt zum Hotel. Ja, was machen wir gleich? Wahrscheinlich einfach nur duschen, erstmal chillen, essen gehen. Und ganz ehrlich, ganz gut schlafen. Echt? Oder nicht? Ich weiß, vielleicht irgendwie heute mal. Ich habe irgendwie nicht so Bock rauszugehen. Vielleicht bei uns im Hotel mal gucken. Wir, ja. Und dann einfach chillen. So. Ich denke mal, ich beende das Video dann damit. Und.